Tapetenwechsel heute in Münsterhausen, ein kleiner Ort zwischen Augsburg und Ulm. Und das hier sind unsere ersten Kandidaten, Patricia und Alexander Döring. Sie spielen gegen die Schwester von Alexander, Angelika heißt sie, zusammen mit ihrem Ralf Busse. Und so sieht's aus, ringsherum um Münsterhausen und so bei unseren ersten Kandidaten. Gibt es etwas, das ihr nicht verändert haben wollt? Der Boden. Da ist eine Fußbodenheizung drunter. Also wenn da gebohrt wird oder so, da könnte es zum Malheur kommen. Ja. Und die Decke. Oben und unten sollte fest. Sollte bleiben, ja. Zwischendrin, Angelika? Zwischendrin ist eigentlich alles offen, nur das Bücherregal. Ich brauche Platz für meine Bücher. Ich sammle Krimis und lese die gern und brauche Platz dafür. Okay. Ralf, kleine Sitzecke für euch. Ja. Wenn man sie brauchen kann, okay. Wenn nicht, wäre es mir recht, wenn man sie nicht anmalt. Aha. Also hier gibt es meine Sitzmöglichkeit, hinten diese Bank mit dem Tisch. Ist das auch euer Essplatz? Da haben wir uns gedacht, vielleicht kann man irgendwas anderes machen. Mhm. Hast du eine Lieblingsfarbe oder eine Farbe, die du gar nicht magst? Ich mag es behaglich, Farben ist mir eigentlich egal. Ich mag es warm und gemütlich. Ein Mann, was meinst du? Ja, ich sehe es auch so. Und das hier ist unsere zweite Baustelle. Immer noch Münsterhausen und schnell zu unseren Spielregeln. Die beiden Kandidatenpaare tauschen für 2 Tage ihre Wohnungen, um sich gegenseitig einen Raum neu zu gestalten. Was braucht man dafür? 1500 Euro und ein Designer. Und das gibt es für uns. Hallo, Wolfgang. Hey. Hey, Wolfgang. Falsche Baustelle. Wie falsche Baustelle? Wir bauen hier oben. Unterm Dach. Unterm Dach. Das wird eine heiße Sache. Wow, wer wohnt hier? Unser Sohn Jonas. Noch. Wie noch? Jetzt dann bald nicht mehr, weil wir jetzt dann unser Schlafzimmer hier reinkriegen. Aus Kinderzimmer wird Schlafzimmer? Genau. Und Arbeitszimmer von mir. Von dir. Weiß er das schon, der Jonas? Ja. Und? Er hat's genehmigt. Er hat's genehmigt. Ich meine, dann muss er das mitgehen, oder? Dieses ganze Gerüst hier und natürlich. Bett oder was ist das? Ganz klar, das ist sein Schiff. Sein Schiff? Und das braucht er. Aha. Und das wird wieder aufgebaut? Das wird wieder aufgebaut, ja. Indianer? Natürlich. Ehrenwort. Okay. Wie habt ihr es euch gedacht? Wir möchten es halt gerne abgeteilt. Also, dass die beiden Bereiche für sich sind. Dass du dich schon in Ruhe ins Bett legen kannst, wenn er noch arbeitet. Genau. Ja, ich möchte viel Ablagefläche haben, natürlich. Also, dass ich Ordner und Bücher neben hinlegen kann. Was machst du? Computermensch bin ich, so. Software. Ja. Lieblingsfarbe? Im Schlafzimmer rot? Ja, das lasse ich gelten. Rot im Schlafzimmer. Ja, und damit können wir eigentlich loslegen. Wohnzimmer von Geli, Schlafzimmer von Alexander. Was meinst du, Ralf, die Geschwister morgen Abend, mögen sie sich auch noch? Die lieben sich, egal was passiert. Die lieben sich, egal was passiert. Ein großes Wort. Wunderbar, jetzt brauche ich nur noch die Schlüssel. Ein blauer, der nach rot wandert und der rote wandert nach blau. Viel Vergnügen. Ihr habt ja gar nicht weit. Fahrt vorsichtig rüber. Die lieben sich, egal was passiert. Tja, ob das morgen Abend auch noch zutrifft? Das hängt auch von den Designern ab. Alice von Ketteler und Sebastian Stadler. Und Bastel müsste eigentlich auch gleich da sein. Wie gehen wir es an? Habt ihr schon eine Vorstellung? Getrennt muss es werden, ja. Ordentliche Trennung, dass wir schlafen und arbeiten. Und vielleicht ein bisschen da gemütlich und im Arbeitsbereich dann ein bisschen kühler, sodass man nicht abgelenkt wird. Mhm. Und, also gut, Trennung, Farbe? Mhm. Farbe, ja. Ja. Irgendwas Kräftiges. Kräftiger. Ja. Keine besondere gemütlich. Farbe? Nö, schauen wir mal. Machen wir erstmal leer. Okay. Hallo. Das ist eigentlich gar nicht was. Oje. Hallo. Okay, ich bin die Alice. Grüß dich, ich bin der Sander. Hallo. Hallo, ich bin die Patty. Grüß dich. Das ist ja tendenziell schwierig hier, oder? Können wir gleich alles rausreißen und neu machen? Besser natürlich. Oje. Den Hausfrieden wollen wir wahren. Und was mit dem Boden? Der muss auch bleiben. Der soll auch. Kann man was drauflegen? Ja. Okay. Also ich würde ja mal sagen, dass diese abartig hässlichen Vorhangstangen auf jeden Fall weg müssen. Und dann Verkleidung für die Heizung vielleicht, weil die ja auch nicht so dekorativ ist. Ja. Okay. Also, dann würde ich sagen, fangen wir an. Eva. Natürlich ganz ruhig sein. Das Senklot hilft den Blauen, den Bodenbalken auszurichten. Hier wird die Trennwand gebaut und der Meterstab hilft den Roten, die Verkleidung anzubringen. Ob es gelingt? Also mir schaut das Ganze ziemlich schief aus. Ganz, ganz. Hier ist perfekt. Nee. Doch, hier ist auf 90.
Geht es auch mal ein bisschen schneller hier? Ich kann das nicht hier ewig halten. Geht das mal ein bisschen schneller? Rums! Ich kann das ja hier nicht warte, ewig und jetzt müssen wir halten. Immer nachziehen. Aber nicht meine Finger. Hier geht das nicht. Das so. Da bei dem Hühnersteuer hat er gesagt, da müsst ihr Zeit. Auf direktem Weg zur Arbeit. Hier kommt der begehrteste Handwerker Bayerns. Das ist eigentlich ganz gut. Das darf gar nicht so stressig werden heute. Na ja, schauen wir mal. Hut und Federdecken sind doch sowas Potthässliches. Die verkleiden wir. Und zwar, dass wir aus diesen Latten Rahmen bauen. Einfach so stumpf verschrauben, zweimal. Und die dann mit Nessel bespannen. Und dann können wir in schönen, bunten Farben streichen. Und dann schrauben wir das einfach auf die Decke rauf. Das ist perfekt. Und ich probiere mal, ob wir das jetzt zusammenschreiben können. Da bündig halten. Ja, Alice, du hast es natürlich einfach. Alle stehen dir zur Verfügung, du musst nur einteilen. Ja, fangen wir gleich bei dir an. Abhobeln, lasieren, Farbe ist da drüben. Diese Leiste geht an Zander und Wastel. Vorsicht. Zuschneiden und lasieren ebenfalls. Und wir zwei schneiden weiterhin diese Matten zu. Ja? So klare Ansagen dulden keinen Widerspruch. Und ich bin für meine Lieblingsarbeit eingeteilt. Hobeln. Herrlich. Bastel ist auch in seinem Element. An der Säge. So fängt der Arbeitstag und jetzt gut an. Gärungsschnitt. So, eine Bahn haben wir noch. Und dann. Und während wir fröhlich vor uns hinsingen, kochen die Blauen bei 45 Grad unterm Dach. Sie wollen mit diesen Dämmfaserplatten die gesamte Decke verkleiden. Wie will Sebastian das alles in nur zwei Tagen schaffen? Ganz einfach. Ralf und Geli schuften wie die Wilden. Das ist schon Platte 19. Die kosten 3 Euro pro Quadratmeter, sind leicht zu verarbeiten und man kann sie schnell durchstreichen. So, ja. Guck mal, ich kann das von hier schieben. Okay. Das wird ein Übereckschrank fürs Wohnzimmer. Der wird umrahmt von diesen Regalen. Und da kommt rein der Kanonenofen, den deine Schwester im Schlafzimmer stehen hat. Im Schrank kommt der dann rein? Ja, aber da kommt ja nichts davor, sondern es ist wie eine Öffnung, wie ein Kamin praktisch. Ja? Ein offener Kamin. Ja, wo dann der Ofen drin steht, soll einfach nur einen Blickfang bieten. Du kannst doch nicht, dass so ein Kanonenofen in den Spanplatten, in der Spanplattenkiste nicht stehen. Wieso weil nicht? Die Spanplattenkisten brennt ja schneller als der Ofen im Normalfall. Na, der soll ja. Guter Beitrag, danke. Aber der soll ja nicht angemacht werden, der ist eh nicht mehr zum Anschließen. Ein Dekostück. Genau. Oh. Sieh, Kopf nach vorne. Jetzt reicht es, reicht. Bullenhitze in Münsterhausen. Sebastian treibt uns gnadenlos an, weil er sich zu viel vorgenommen hat. Der Kompressor läuft permanent. Noch 3 Nesselrahmen müssen getackert werden. Geli ist fast schon wieder trocken und mir läuft nur so der Schweiß. Wir müssen jetzt hier, wenn das die Platte ist, da eine Gärung hinschneiden. Das kann ich jetzt aber nicht. Ich habe das noch nie kapiert mit den Gärungsteilen. Versuch mal mitzudenken, schnell. Ihnen muss es weniger haben. Also, so. Drüber. Also, wie gesagt, ich kenne mich jetzt da nicht so aus. Mhm. Das muss jetzt du entscheiden. Da muss man jetzt erst mal denken. Mehr muss es werden. Innen? Das ist so, wie ich gesagt habe, oder? Nein, aber dann haben wir nicht, haben wir an das Außenmaß. Das wäre zwar ganz schön, wie du es gesagt hast, bloß haben wir dann kein. Das und ist die Außenkante. Das ist doch nicht außen hier. Dieser Schnitt hier, die Gärung, das ist doch innen. Innen ist mehr. Kommt ja dann zusammen mit dem stimmt, anderen weil es mehr als 90 Grad hat. Das schneiden wir so. Da habe ich jetzt doch wieder. Ich folge meiner Frau und dann kann ich gar nicht. Wie dann, üblich. Wie üblich. Oh, das wird eine Aktion. Du weißt schon, da hinten gibt es eine Riesenlücke. Oh ja, schieb's ein bisschen rüber. Ich kann nicht weiter. Jetzt. So. Ah. Das reicht dabei. Geschafft. So, jetzt spitzen wir das gleich aus. Die Fugen? Die ganzen Schraublöcher. Ja.
Schau, das ist noch fertig. Mit was spritzt man das aus? Das ist ein spezielles Acryl mit Sand innen drin. Oh oh. Siehst du das? Haben wir schon. Na, wenn das mal gut geht. Immerhin, Sander ist bereit, den Kampf mit dem Sägemonstrum aufzunehmen. Er will ja auch eine gute Figur machen. Verletz dich bitte. Oh oh. Oh oh. Ich bin auf Metall. Wir sägen die Böcke mit durch, Schatzi. So geht das nicht. Das war jetzt die Schraube von mir. Scheiße. Ist auch gut, wenn da eine große Fuge ist. Die sollte ungefähr 5 mm haben, damit das Material auch richtig hält. Nicht so fest abziehen, das machen wir nachher mit dem Schwamm. Ah, damit das auch noch so rau bleibt wie die Plattenstruktur. So einfach schön locker drüber. Super, Sander. Es geht doch voran. Hoffentlich stehen die Böcke jetzt richtig und hoffentlich hält Patty die Platten. Upsala! Nochmal gut gegangen. Sander ist okay, die Böcke standen falsch. Das ist nicht gut. Was sind denn die? Die sitzen oben und im Kühlen vorm Ventilator und ich streich und streich und streich. Ralf, Sebastian? Keine Sorge, Geli, die schuften auch. Das Material für den Bettumbau sieht edel aus. Heißt, MDF durchgefärbt, kostet 10 Euro pro Quadratmeter. Der Stadler arbeitet wie ein Uhrwerk. Das sind die Auflageleisten für den Umrandungsdeckel. Sebastian meisterlich sägt das Profil der Fußleiste freihand. Ralf staunt Bauklötze. Mal sehen, ob's passt. Da! Passt's? Jetzt machen wir zur Seite. Ja. Wenn man Eckerl rausschneidet, dann schneidet man immer auf der richtigen Seite und nicht so wie du daneben. Weil das fällt ja raus, also brauche ich das Stückel da, das muss doch. Oh. Mei, oh mei. Warum geht's jetzt bei ihr? Hä? Weiß und bei uns nicht? Ich habe wahrscheinlich mehr Gefühl. Glaubt man das jetzt? Aber ja. Und, du, eigentlich müsstest du das ja wissen. Deswegen frage ich. Kurz vor Feierabend. Der Schweiß rinnt in Strömen. Jetzt hilft nur eins. Durchbeißen. Für den Bettkopf fehlt nur noch der Deckel. Damit man keine Schrauben sieht, benutzen die Blauen die Fräse, Leim und kleine Lamellas. Das gibt eine stabile Verbindung. Auf geht's. Auf und dann machen wir aber Feierabend. Wart. Ich geh so hoch, oder? Ja, hoffentlich passt's, das Ding. Moment. Jetzt. Oh, ist so knapp. Ja. In Fällen wie diesen, wo es um einen Millimeter geht, empfiehlt Sebastian die Presspassung. Und das geht so. Passt. Und jetzt gehen wir zur Gilly und machen wir Feierabend. Oh, super. So, jetzt schauen wir mal, wie das hier alles zusammenpasst. Oder bei dem Puzzle ein paar Teile übrig bleiben. Was ihr da genau zusammen. Ups, Vorsicht. Es war ein langer Tag, den ich nicht noch mal vertrage. Und die anderen ein Bier. Hey, wahnsinniger Service. Ein Bier oder Bier, das ist ja ganz nach meinem Geschmack. Hier war es fleißig. Zum Wohl. Ja. Weißbrett. Die Blauen sind auch fertig, und zwar fix und fertig. Es war auch eine Mordsarbeit. Erstmal das Kinderzimmer abbauen, dann die Grundträger für die Trennwand montieren, Dämmfaserplatten zuschneiden und verspachteln, den Bettkopf einbauen. Geli hat die Nesselrahmen zusammengeschraubt, bespannt und gestrichen. Also ohne diese super Kandidaten hätte Sebastian einpacken können. Die Roten waren aber auch nicht faul. Das Wohnzimmer ist in dezentem Ocker gehalten. Der Bast wird ringsherum laufen und Gemütlichkeit bringen. Heizkörperverkleidung und Fußleisten sind neu lackiert. Nur beim Ofenkastenbau gab's kleine Pannen. Prost also auf Sanders Gesundheit. Mal sehen, wie es morgen läuft. Schön ist das schon, ja? Ja. Mhm. Den drapieren wir um die Fenster? Den drapieren wir um die Fenster. Quasi. Wie soll das dann mit so einer Halterung oder so, das wird wunderschön. Mhm. Und dann hat hier an jedem Ende einen genähten Saum. Das ist aber ziemlich kompliziert, gell? Ja. Und für jemand wie mich, also, der jetzt überhaupt nicht nähen kann, ist das, glaube ich, eine absolute Überforderung. Ob Sander weiß, was er da tut?
Hi Alice. Hallo Wolfgang. Ist ja wunderbar. Gestern noch rumgetüftelt bis ohne Ende. Jetzt steht das Teil fertig da. Wie ging das? Ja, Sander und Patty haben da gegen die Spielregeln einen vorgelegt. Aber ehrlich gesagt bin ich ganz froh. Wunderbar. Dann schaue ich, was Alexander macht. Ja, hier, schau doch mal an hier. Was fällt dir auf? Die ist falsch angeschraubt. Ah, du bist ja schnell. Ich habe also sie hinmontieren müssen, bis ich gemerkt habe, dass sie falsch montiert ist. Wieso machst du dann trotzdem weiter? Ich mach sie gerade wieder weg. Du machst sie gerade wieder weg? Ja, ja, wir bauen auf, wir reißen nieder, weißt du? Die Schrauben können doch nicht nach oben. Ja. Oder? Mhm. Schau mal hier rüber. Ja. Das ist richtig. Ja. Also, wenn du dir nicht sicher bist, schau einfach in dieses Eck rüber und korrigier das Ganze. Ich meine, das ist ja gut, wenn die Kandidaten einsehen, dass sie einen Fehler gemacht haben und es sofort wieder ausbügeln. Wo ist Patty? Hoppa, hallo, Wolfgang. Hallo. Grüß dich. Guten Morgen. Nein, lieber nicht. Hallo. Was wird das? Das wird ein Vorhang oder sowas ähnliches. Wann ist das er fertig? Wird um die Fenster drapiert. Nächste Woche. Das sind klare Aussagen, mit denen kann ich leben. Klasse. So, also Ralf, die letzte, der schraubt, ist da hin. Lass mich du hältst halten. Unten, das passt ja wieder. Gleich so ganz, aber oder? Ganz oben, wie gemessen. Da rauf noch. Aha, okay. Mal rauf, warte mal. Also, ist verkackt, aber es passt. Ist gut, dass ich bin zufrieden mit dir. Wo ist jetzt der Faden? Kriegt die Krise jetzt dann echt? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe jetzt gerade da drin einmal geschaut. Die zwei Garagen, die sind bumsvoll und es ist überhaupt noch kein Ende in Sicht. Der Sebastian hat das voll im Griff. Das bezweifle ich langsam. Aber sicher, wenn du den Sebastian so verfolgst, dann siehst du, dass der ganz aufgeregt umeinander eiert. Da drauf, oder? Und das liegt bestimmt daran, dass das noch alles da hinten steht. Mir reicht's, ich mag jetzt dann nicht. Oh komm, ich baue dich jetzt auf. Ich mache jetzt noch einen einzigen Versuch. Und wenn das nicht geht, dann kannst du deinen Scheiß dann echt selber machen. Hoppala! Da kannst du jetzt aber Gift drauf nehmen. Jetzt rechne ich mal. 3,71 Meter durch 2, was ist denn das? 3,71 Meter, 1,50 Meter, 1,85 Meter, 1,5 oder was? 1,85 Meter, 1,85 Meter, 75. Mist. Was passiert? Oh nein. Katastrophe bei Rot, Vollgas bei Blau. Der Schreibtisch soll über die ganze Breite des Zimmers gehen und die beiden Platten müssen genau aneinander passen. Dafür gibt es Plattenverbinder. Der kommt so rein. Da rein und das hier? Bei der anderen Platte und dann kommen das richtig zusammen. Das nicht auseinanderrutschen. Kerzenhalter selbst gemacht. Zwei Bretter aufeinander geleimt und verschraubt. Eine Nagel durch, eine Beilagscheibe drauf, damit die Kerze besser steht. Auf die Rückwand kommt dann ein Spiegel. Dieser Spiegel. Da müssen wir dann noch ein bisschen tricksen und basteln, aber ich bin sicher, es wird wunderschön. Jetzt lass mal ab, ich langsam. Ja. Ein Job für Bastelwastel. Der hat die Platten gesägt. Du musst erst einmal hinten ab. Eigentlich sollten sie passen. Ja, du musst hinten noch ein bisschen rein. Hinten? Die Wehen sind so brutal schief. Aha. Alte Leine. Was soll denn das für Spitzfindigs? Aha, was? Wo ist denn Geli? Ralf Geli? Hat die Lösung. Geli? Ob Geli helfen kann? Ich bin höher! Nein, geht nicht höher. Gut. Jetzt ja ab, Ralf. Eben, mit Gefühl geht was? Alles. Moment. Das scheint zu funktionieren. Die ist aber noch nicht hinten ganz. Ja, das kriegen wir schon. Ja, aber das passt schon. Ein bisschen können wir da hinten drichseln. Und dann da zusammen. Jetzt. Siehst du schon? Ja, ja. Ich bin hier echt total verlassen und alleine und soll das jetzt machen. Meine erste Vorhangstange. Patty nimmt inzwischen jede Herausforderung an. Die hat noch nie mit Bohrmaschinen und gearbeitet. Jetzt? Aber jetzt wird willst jede Hand gebraucht. Aufpassen? Später Nachmittag mal sehen. Oh Gott. Trau dich, Patty. Sieht, naja, so einigermaßen gut aus. Okay. Noch einer. Wunderbar. Dann machen wir sie mal rein. Ja, Abstand. Ja, bei mir passt. Das
alles drin. Bei dir? Alles klar. Okay. Ich hoffe, der Buckel, der gehört da rein. Klar. Perfekt. Gut, danke dir. Also schlag gut und Wasser, sehen wir. Kurz okay. Ja. Passt. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir werden immer besser. So, wo sind denn unsere Kandidaten? Es gibt Peace Stand. Oh. Upsala. Das war wohl ein bisschen fest. Da hat sie sich ja was vorgenommen. Jeden Splitter einzeln mit der Pistole aufkleben. Ein traumhaftes Kunstwerk. Na, das kann ja noch dauern. Und was machen die Schreinermeister? Es müsste eigentlich schon was zu sehen sein. Genial. Hier kocht der Chef. Aber leider zu langsam. Geli ist fertig. Sebastian läuft schon auf Reserve. Die Schiebetür ist immer noch nicht drin. Hängt schon drin? Ja, hört's an. Nein, ist schon verspült. So einfach ist das. Passt schon. Hey, die schaut ja schon richtig gut aus. Da ist ja richtig was passiert bei euch. Das ist auch schon fertig. Hey, was geht ab? Hey, da bist du. Grüß dich. Wie geht's? Super. Seid ihr ja schon echt gut im Rennen, oder? Ja. Petti. Hallo, Basti. Was machst denn du? Ich schraub hier. Wo ist die Alice? Sehen wir da. Drinnen. Heizkörperverkleidung, auch schon fertig. Das ist ja klasse, das ist ja ganz das Gegenteil von drüben. Das Gegenteil von drüben? Sebastian, ja, es ist ein Hammer, es ist Chaos pur. Ich meine, ich bin das gewohnt von dir. Aber hier, sowas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Ah, wie geht's mit dem Chaos weiter? Chaos wird jetzt hoffentlich bald beendet sein. Okay. Kann ich nachvollziehen. Nur B, was du hier raufgeschleppt hast, was da draußen noch steht, was hier reinkommt, ist dir das Wort Statik eh mal untergekommen? Ja. Hey! Ruhe! Kommt ihr vorwärts? Ein Bild für Freunde. Ja. Mach die Farbe nicht so dick, sonst dauert das so ewig zum Trocknen. Ja. So werden wir hier nie fertig. Alex Beuys. Also er ist ja ein Kunstbanause, von dem her. Dann wird es höchste Zeit, dass das geändert wird. Genau. Ah. Wenn Sebastian nur schon so weit wäre. Da wird immer noch geschraubt. Ja. Yeah. So, jetzt probieren wir mal, ob das Licht auch geht. Yeah. Es passt. Es passt. Das ist auch besser so. Die Verlängerung läuft schon und es wäre nicht das erste Mal, dass die Teams nicht fertig werden. Und jetzt bitte keine Diskussion über Stilfragen. Aber die grüne Vorhängematte. Das hat einen gewissen Gewöhnungsbedürftigkeit. Das Oliv. So, das jetzt da rein zu friemeln, das wird noch mal eine kleine Herausforderung. Jetzt schauen wir mal, ob er denn überhaupt reinpasst. Ah, passt! Oh, das Pessel hat sich aufgefüllt. Naja, gerade noch einmal durchs Ziel. Aber ich muss auch zugeben, fantastisch, was in 2 Tagen aus dem Dachzimmer geworden ist. Die Hälfte des Budgets haben die Blauen für Stoffe, Lampen, Farben und Möbel ausgegeben. Der Rest steckt im Holz für die Einbauten. Trennwand mit Schiebetür, Schreibtischplatten. Soweit die Zahlen. Und ich bin gespannt, was Sander und Paddy zu diesen Farben sagen werden. Sonst sind sie ja ganz in Holz und gedeckten Tönen eingerichtet. Sebastians Idee, den Raum zu teilen, ist eine klasse Lösung. Und die Atmosphäre im Schlafzimmer umwerfend. Zwei Tage härtester Arbeit liegen hinter uns, Sebastian. Das Werk ist vollendet. Es sind eigentlich 2 Räume entstanden. Wie ging das überhaupt zeitlich? Das war eigentlich nur möglich, weil die Kandidaten und der Bastelwastel wirklich gearbeitet haben. Das war ein Traum. Ja. Irre. Wunsch war ja ein Schlafraum, ein Büroraum. Also der Büroraum sollte natürlich möglichst viel Platz haben, ja, zum Arbeiten, für Computer, Schreiben, ja, und so weiter. Ja. Staufläche, ja, gelb inspiriert natürlich, mhm, geistig. Soll locker machen, mhm, Spaß machen zum Arbeiten. Okay, 2. Raum. Was mir auffällt, auch von der Atmosphäre, von der Beleuchtung, von den Stoffen her, einfach schlafzimmermäßig. Wie, ja, geht sowas? Warme Töne, also, mhm, wie dieses rosa Lachsfarben, mhm, dann ein bisschen Kontrast, das Grau. Ich hoffe, Sie springen mit einem Juchzer da rein. Das hoffe ich auch. Ja. Mir gefällt es wahnsinnig gut. Respekt. Schau mal. Eins, 2, 3 und Augen auf.
Mein Arbeitszimmer. Und viel Platz zum Ablegen hier. Wow. Schön. Wow, ist das geil. Gefällt mir. Das schön bunt. Ist das geil. Das ist stark. Boah, die Uhr hier. Irre. Die Raumunterteilung ist stark. Irre. Ein Raum. Ich Raum kann mir jetzt eins. Gar nicht darüber ja. schauen. Kein Spiegel über der Decke, aber auf der Decke. Aber boah, ist das geil. Ist der schön. Ja, verrückt. Und? Wahnsinn. Irre. Und? Ich hätte nicht erkannt, dass das noch in unserer Wohnung ist. Alice und Team Rot hatten eine schwere Aufgabe. Decke und Boden durften sie ja nicht verändern. Da kann man nur an den Wänden ansetzen und das haben sie mit Bast getan. Der laufende Meter kostet 15 Euro und zum Design wird's durch die Abschlussleisten und den roten Streifen. Guter Trick für die Bücherregale. Klemmleuchten kaufen und das Licht davor platzieren. Macht was her. Gratulation an Patty und Sander. Das neue Zuhause für den Kanonenofen ist das Highlight im neuen Wohnzimmer. Klasse gebaut. Tipp von Alice für 10 Euro. Der Kerzenhalter aus zwei Platten, ein paar Kerzen und einem Spiegel. Runterschmeißen, ich bin jetzt auf die Idee nicht vergessen. In dieser diagonalen Achse auszurichten. Ich wollte die kantigen Proportionen des Raums irgendwie ein bisschen teilen. Mit zur Idee hat beigetragen, dass dieser Ofen hier im Haus rumstand und der stand so gewiss auf einer Pappe unscheinbar irgendwo. Ja. Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich perfekt für so ein Wohnzimmer. Aha. Und bietet einfach nochmal so einen Blickfang. Sofa sticht ins Auge. War das auch das teuerste? Kann man so sagen, ja. Ja? Was kostet das? Geht auch 250 Euro. Und natürlich, was ich ganz witzig finde, dass aus einem Malheur sozusagen ja, so ein kleines Kunstwerk geworden ist. Und wie es den beiden geht, werden wir jetzt gleich sehen. Ja. Und jetzt geht's los. Ich zähle eins. Und eins ist zwei. Und eins ist drei. Und Augen auf. Wow. Wow, das ist ja Wahnsinn. Wow, toll. Schau mal, der Ofen. Das ist ja toll, toll. Super, super. Schön. Das ist ja Wahnsinn. Ha. Wunderschön. Wir sind daheim. Ha. Was sagst du? Also spitze, es ist wirklich ein Wahnsinn. Wunderschön. Oh. Hi, der Direktor. Hi. Ja, fett. Super stark. Wo sind die Geschwister? Also ich nehme nächstes Mal wirklich ein paar Herztropfen mit, weil so viel Aufregung haben wir schon lange nicht mehr gehabt wie bei dem. Also da ist, glaube ich, ein Schluck Champagner auch ganz gut. Dringend nötig, der ist. Also, danke an alle fürs Mitspielen, danke fürs Zuschauen und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn es heißt Tapetenwechsel. Jawohl. Ja, also ich muss jetzt eine Sitzprobe machen. Keiner macht eine Sitzprobe. Ja, genau. Passt mir auf die Möbel an. Ich habe natürlich auch die saubere Hosen an. Passt mir auf die Möbel an.